Bienenschwarm in der Öffentlichkeit. Nicht so cool. Wir Imker müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht die Leute verschrecken mit den lieben Honigbienen, weil manche finden es eben nicht so toll, wenn die Bienenschwärme neben einer Eisdiele hängen. Da kriegen manche Leute auch Panik, weil man es nicht einschätzen kann, ob die jetzt gefährlich sind oder nicht. Klar, wir Imker wissen, dass Bienenschwärme dann doch eher harmlos sind. Ja, aber man sollte natürlich trotzdem Schwarmverhinderungsmaßnahmen machen oder Kunstschwärme ziehen. Es ist jetzt nicht so, dass bei mir keine Schwärme rausbrechen, kann euch immer passieren, aber guckt, dass ihr eure Bienen unter Kontrolle habt und dass sowas nicht passiert. Also das Freischneiden, das mache ich jetzt hier nur, damit es nachher mit dem Schütteln etwas einfacher wird. Beziehungsweise, wenn ich noch mehr Glück habe, kann ich ihn so frei... Nee, kann ich nicht. Weil hier ist der Hauptstamm. Ja, und das ganze Ding ist aber nicht der einzigste, sondern... Also wenn ich hier jetzt abzwick, habe ich nichts gewonnen, weil die hängen ja hier überall fest, also auch hier oben. Das ist zu verästelt, deswegen nehme ich jetzt erstmal hier... Hier ein bisschen Fläche raus, damit ich hier gut schütteln kann nachher und das ganze Ding mit einem Schlag runterfällt. Guck, deswegen, das meine ich hier mit den Verästelten, dass die Bienen hier an Seitenzweigen sich noch angehängt haben. Und auch hier ist, hier, wenn man da mal von der Seite schaut, schaut mal. Auch von der Hinterseite hängen ja die Äste drin. Das heißt, wenn ich hier einen Hauptstamm kapp, dann hängt mir ein Teil vom Schwarm hier in den kleinen Ästen. Und deswegen versuche ich die jetzt außenrum freizuschneiden. Einen Schutz habe ich übrigens nie an bei Bienen. Brauche ich nicht. Die mögen mich. I think they're hanging on two branches. Ja, ja. That's what I just said in the video. So, da oben ein bisschen Luft. Ja, da kommen wir jetzt schon näher an die Sache ran. So, da haben wir jetzt eine Verästelung drin. Einmal hier. Und eventuell der da noch. Ja, das war jetzt auch schon ein tragender. Gleich haben wir den Schwarm. Schöner Bienenschwarm natürlich, ja. Wunderbar. So, und jetzt habe ich ja eigentlich, habe ich ihn jetzt schon. Haben wir jetzt einmal hier an dem dran. Also jetzt stelle ich auf jeden Fall mal vorsichtshalber die Kiste drunter. Und damit die Bienen hier nicht auf dem Geäst landen, machen wir hier erstmal alles weg. Damit es auch funktioniert. So, Home Hive eignet sich dafür auch gut, direkt rangestellt. Deckel und Folie nehme ich noch. So, jawohl, ja. Jetzt kann es losgehen. Der Schwarm liegt frei. Königinkäfig ist bereit. Das ist hier kein Zucker, sondern einfach nur Wasser. Und das hat eigentlich auch gar keinen Effekt, außer dass die Bienen die Flügel ein bisschen, also halt nass, die Bienen werden dadurch nass, ne? Und dann werden sie nicht mehr flugfähig oder nicht mehr so flugfähig. Aber ansonsten hat der Wasser, hat das eigentlich überhaupt keinen Effekt, außer eben, dass die Bienen flugunfähig werden für ein paar Sekunden.
So, jetzt hole ich mir erstmal den Ast hier raus. Da hängt jetzt nämlich schon mal die Hälfte von dem Schwarm dran. Ja, also das ist sozusagen der erste Part jetzt hier. Genau deswegen habe ich die Kiste drunter gestellt. Nach dem Abklopfen immer kurz im Wassersprüher rein. Und dann kann man hier ja schon mal anfangen, nach einer Königin zu suchen. Weil würde ich jetzt natürlich begrüßen, wenn ich die Königin hätte und die direkt käfigen kann. Da haben wir sie. Hoppala. Wo ist sie? Ne, jetzt ist sie mir durchgewitscht. Die kommt wieder hoch. Immer ruhig bleiben, weil die Königin, da hat man natürlich immer nur einen Griff. Wenn die uns davor fliegt, haben wir verloren. Aber die kommt wieder hoch. Oder? Show with a finger on it. If you have it, show with a finger on it. Please. Gleich. Moment. Ich bin gleich bei euch. Ich muss aufpassen, nicht reingreifen. Die Kamera ist im Weg, dann funktioniert das nicht. Das war gerade eben auch das Problem, weil ich habe sie ja schon gehabt. Und dann war das irgendwie hier blockiert. So, jetzt haben wir sie aber. Eine unbegattete Jungkönigin. Kann man auch schön sehen, also die ist auf jeden Fall... Das ist ein Nachschwarm, kein Hauptschwarm. So, Königin haben wir dran. Einmal Königin in den Käfig rein. Kann sein, dass hier in dem Bienenschwarm noch mehr Jungköniginnen sind. Ich zeig die gerade mal unseren Gästen. Der Hauptbienenschwarm. Guck, den habe ich jetzt so freigeschnitten, dass ich den hier oben halten kann. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch hier zwicken. Ja, oh, da noch einen entdeckt. Da war noch ein Geast drin. Aufpassen, dass es keinen Rückschlag gibt. Besser immer so ein bisschen abknicken. Aber wenn es einen Schlag gibt, so wie jetzt gerade, hätte auch schief gehen können. Also einen Schlag geben ist nie gut, weil dann sonst alle abbrachen. Oh mein Gott. So, dann schauen wir hier auch nochmal, ob wir nicht noch mehr Königinnen erwischen. What? Gut möglich, dass da noch ein paar drin sind. More? Can be. Okay, auf der anderen Seite rennt natürlich jetzt auch die Zeit weg, weil wir müssen gucken, dass wir da relativ schnell auch einen Deckel jetzt drauf kriegen, und zwar spätestens dann, wenn sie anfangen zu rennen. Dann sollten wir das ganze Ding zumachen, weil sie sonst oben drüber laufen. Hier das Kraut, das sie nicht noch draußen haben. So, und die restlichen haben wir noch hier hängen. Battery ist about to die. Ja. Ob jetzt nochmal eine Königin drin ist oder nicht, ist erstmal irrelevant. Wir machen das Ding jetzt hier zu, weil sie fangen an zu rennen und laufen oben drüber. Eine Königin haben wir schon sicher.
Vielleicht ist auch nur eine drin. Ne? Bei Nachschwärmen ist halt nicht ausgeschlossen, dass da noch eine drin ist. Aber ja, wird man gleich dann zu Hause sehen. Das ist immer der schwierigste Part bei einem Bienenschwarm, zu schauen, dass wir hier nicht Bienen einquetschen, weil die ja doch sehr wuselig sind als Schwarm. Und vor allem sind auch viele. Ja, komm schon, seid jetzt alle draußen bitte. Da nochmal und da noch. Flugloch haben wir hier und da kann man jetzt auch schon schön sehen, dass die Bienen sich jetzt hier ran orientieren am Flugloch. Und wir warten jetzt noch ein bisschen, bis die sich alle hier gesammelt haben. Halbe, dreiviertel Stunde. Und dann bringe ich diesen Bienenstock hier zu mir, zu einer Permakultur, da darf er weiterleben. Und hier diese Äste, das ist wichtig, weil da könnten die Pheromone von der Königin draufhängen. Die müssen jetzt erstmal weg vom Ort, weil sich sonst die Bienen wieder dran sammeln. Und wir wollen ja, dass die alle nicht am Ast hängen, sondern hier, dass die wieder da in ihr Volk reingehen. Falls jetzt nochmal eine zweite Königin dabei wäre, kann sein, dass die jetzt anfangen, sich zu separieren. Das heißt, wenn jetzt hier nochmal eine Aktion stattfindet und wieder was rausbricht, dann war es nochmal eine Königin drin. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, ein reiner Erfahrungswert, dass da wirklich nur die eine drin war, die haben wir hier oben schon gekäfigt, also passieren kann nichts mehr. Und natürlich kommen die gekäfigte Königin auch nachher wieder frei. Also ich hänge da noch ein, zwei Waben rein, dass die Waben stets sind und nicht mehr ausbüchsen. Und in der Sekunde kann die Königin gerade wieder freigelassen werden. Freigänger. Bis dann.